Hi ho Leute und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Ich muss gerade unheimlich leise anhören, also aus dem Datenwasser. Ja, ich habe hier mittlerweile die Türen fertig gemacht. Dafür weitergefahren und habe hier das vorbereitet, was wir in großen Massen brauchen, nämlich Pipewire und Gates. Das heißt, große Massen, auf jeden Fall ein paar. Und da sind wir noch durchgekommen. Außerdem brauche ich noch ein paar Infuse Accumulator und Liquidukte, die sollte ich mir holen. Sonst sind die das weiter schon ganz gut. Das hat auch ewig gedauert, die Sachen hinzubekommen, denn die Dinger brauchen schon ziemlich lange. Wasser haben wir schon. Holz bräuchte ich noch. Und Infuse Accumulator, wie gesagt. Ich dachte noch was da, nicht viel. Sehen, was wir dafür noch so brauchen. Das heißt, wir haben Zinn und dafür brauchen wir Eimer, okay. Und wenn wir die Tube brauchen, noch ein bisschen Glas. Das Zinn, oder? Ja. Sehr schön, dann. Mal eine Eimer. Und hiervon welche? Ja, das wollte ich schon ein bisschen anders. Dann bin ich falsche Taste drauf. Das soll schon so, dann zwei Stück genug. Dann fehlt mir das Glas. Okay, ich wollte doch noch mehr davon. Ich dachte, wir hätten genug. Ach nee, das ist ganz schön das Inventar zu Müll. Das ist doch so. Du gehst mal hoch. Gucken wir das wieder los. Sehr schön. So, dann brauchen wir jetzt das zuerst. Und was geht die ganze Zeit auf und zu? Was soll das? Ja klar, ich hält. Das ist Frequenz 2. Dann kann man auch Zeit pflanzen lassen. Weil er kann momentan auch aus. Wichtig ist vor allem, dass das Ding aufhört, so ein Zeit zu ploppen. Das habe ich vorher gar nicht gemerkt, obwohl ich die ganze Zeit rumgedackelt bin. Das scheint gut zu sein, okay. Jetzt brauchen wir die hier. Und ich überlege, wie wir das am besten aufbauen. Um euch dahin. Pumpt ihr aber auch mit nach unten, nicht? Ja, das ist doof. Das will ich nicht. Nicht, weil das nicht zwangsläufig schlecht wäre, aber ich weiß nicht, wie sicher das dann ist, dass der hier hocharbeitet. Dann bauen wir lieber eine Ebene dazwischen. Habe ich eigentlich 4 Stück davon gemacht? Ich brauche doch nur 2. Na, egal. Und jetzt ein paar in Reserve. Und hier kommt auch nochmal der Spaß hin. Hier ist schon voll. Sehr schön, so. Nicht abgesegelt, aber jetzt sollten die prinzipiell genug Wasser produzieren. Um das hier in kurzer Zeit voll zu haben. Theoretisch gesehen zumindest. Wir brauchen erstmal ein bisschen an sich, haben wir glaube ich jetzt überall Wasser drin. Das heißt, wir können das Ganze schon mal anmachen. Wenn wir hier ansatzweise drankommen. Ich würde gerne ja irgendwie da drauf. So. Einer muss unten dann noch hin. Ansonsten kommen hier überall schön brav die Pipewire drauf. Wenn wir dem Texture Pack ein bisschen schlecht zu sehen sind.
So. Was? Verdammt, jetzt habe ich Superzettel wieder unten hingesetzt, oder was? Ey. Oder Mitchell ist hier gerade zugekracht. Es wird hier immer besser, dann müssen wir uns mal hinstellen. Und das hier alles wieder abreißen. So, sehen wir das zumindest. Ansatzweise, die Worten ist falsch. Ich hole da wieder hin. Dann ich brauche gleich ein Pipewire. So, und jetzt müssen wir den mal richtig treffen. Und wenn hier Pipe Single on, dann ist das Signal. Single on, let's then signal. So, und irgendwo war hier außen oder innen. Auf einer Seite war uns noch einer. Ich habe da normale Gates genommen gehabt. Jetzt stelle ich gerade fest, dass ich hier das kleine Problem habe, dass ich da noch dran muss. Aber das mache ich nur mit Außenwand. Habe ich da Endgates genommen. Ja, das waren Endgates hier. Ich habe jetzt halt Orgates genommen. Ist jetzt ziemlich egal. So. Damit haben wir das soweit fertig. Das wird auch so bleiben. Ich war ja am überlegen, einen Boiler reinzubauen. Habe dann entschieden, nee, muss jetzt nicht sein. Tut nicht Not. Und dann bringen wir mal ein bisschen Kleinkram wieder hoch. Einmal kommen da rein und dich lasse ich sortieren. Ich möchte nämlich heute noch ein bisschen was anderem rumspielen. Ich habe nämlich unser Buch mittlerweile maximiert, mastered. Das hat mich all diese Spitzhacken hier gekostet, die ich ausarbeiten musste. Das ist eine Schaufel auch. So, auch das geht für das, was ich jetzt machen will, genügen. Denn ich möchte heute noch ein kleines bisschen bauen und beim nächsten Part dann nochmal damit spielen. Sprich, umalbern. Abgesehen davon haben wir meines Erachtens noch alles, was ich machen will. Das heißt, nach dieser Folge kommt noch eine und dann ist eigentlich auch gut. Dann habe ich das Haus soweit fertig, dass ich euch das geben kann, dass ihr damit spielen könnt. So. Und dementsprechend wird es dann mit der 162 losgehen. Das kann hier alles wieder rein. Das ist jetzt eine Force-Rüstung und die können wir auch verzaubern. Dafür möchte ich bestimmte Dinge haben. Unter anderem auch das hier. Hier, und ich möchte auch Lack drin haben. Dafür brauchen wir Kekse. Ja, davon habe ich nicht mehr so viele, wie ich gerne hätte. Wobei doch, das wird auch irgendwie machbar sein. Hauen wir hier einfach mal alle durch. Und 16 reichen genau, dann haben wir eins. Planen lassen wir eben beim ersten Rüstungsteil durch. Ich weiß nicht, ob das die perfekte Kombo dafür ist. Vor allem, weil ich weiß, dass es auch Kombos gibt, die für Schaden. Ich glaube, wir machen das anders. Ich lasse das mit dem Flint und dem Grinding hier raus. Ist zwar nett, aber ich glaube, ich möchte stattdessen lieber ein bisschen was von den Klauen mit drin haben jeweils. Und ich habe auch hier schön die Energie vorher vollgeladen, dass das alles machbar ist. Sollte prinzipiell Fliegen geben, man sieht es da, Wing. Und das hier auf Stufe 6 gibt Repair, was auch ziemlich cool ist und halt reichlich Fortune. Das heißt, man kann dementsprechend guten Monster damit schlagen, denn dafür ist die Rüstung unter anderem ausgelegt. Man kann dort auch dann Blöcke abbauen. Soll hat da verschiedene Möglichkeiten, sich die auszubauen.
Ich weiß auch nicht, wie weit die Sachen alles stacken. Also ich werde jetzt einfach jede Rüstung gleich aufbauen. Ob das jetzt richtig ist, weiß ich wie gesagt nicht. Ich probiere zum ersten Mal mit der heute rum. Aber ich möchte sie halt heute bauen, sodass wir dann morgen mit der ein bisschen rumspielen können zum Abschluss noch. Ich habe einfach ein bisschen was noch überlegt. Einfach noch mal zum Spaß haben. Da ist die erste Rüstung fertig. Den können wir schon mal anziehen. Das steht an. Man sieht schon, wie hoch wir jetzt kommen. Man könnte sich vielleicht auch überlegen, irgendwo statt Wing Speed mit reinzutun. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Und auf jeden Fall würde ich den hier schon mal wieder... Oh Gott, ja, mehr als einen Wing werde ich garantiert nicht nutzen können. Mehr sagen wir als zwei, weil zwei habe ich da jetzt, ja. Ich weiß, wenn man die alle... Also in allen vier Wing und Speedrun hat, dann geht das richtig übel ab. Wird damit aber auch quasi unspielbar. Das Schöne ist, wir haben halt Repair mit drin. Das ist zwar nicht so super schnell und braucht auch Stormcraft-Knoten, aber ist halt ganz nett. Ich nehme jetzt auch wieder zweimal Schaden. Wir kommen bis unter die Decke. Wie gesagt, wenn man viermal Wing drin hat, wäre das richtig hoch springen. Aber ich möchte noch ein bisschen Geschwindigkeit dazu haben. Und das da oben ist diese Aufladeanzeige, die man dafür irgendwo braucht. Aber ich befürchte, wenn das so weitergeht, das wird zu schnell, dann brauchen wir die nächste Folge gar nicht. Kann ich noch früher mit 162 anfangen? Dann werden es sogar nur 19 Folgen in dieser Staffel. Tja, wer hätte das gedacht? Ich hätte zumindest so mit 25 gerechnet, aber alles, was ich machen will, habe ich eigentlich. Von daher, ja, da haben sie kein Feather Falling dabei. Zwei Klauen. Energie reicht ja zum Glück. Wir sind hier schon wieder deutlich schneller. Und können hier über Kanten drüber gehen, was auch ziemlich cool ist und auch teilweise echt ungewöhnlich. Ja, komm, wir sind fertig. Ganz schön viel Liquid Force dabei verbraucht. Ich habe zeitweise nochmal so einen halben Stack von dem Force von oben reingetan. Und hier irgendwie zwei kann ich noch mit reintun. So, und dann machen wir jetzt einfach mal hier auf. Ja, nehmen wir schon normal. Und werde jetzt einfach noch mal ein bisschen rumlaufen, Spaß haben. Hoffentlich. Wie gesagt, das wird dann heute das Ende der Staffel. Ich bedanke mich für alle, die hier zwischendurch Spaß dran hatten. Potato, 5 Stück gleich. Ich persönlich fand es halt inzwischen damit so cool, um vor allem mit Darkcraft rumzuspielen. Und ich finde auch an sich das Haus von der Art her cool. Man sieht noch, ich habe hier zum Teil Fenster mit reingebaut. Es gibt hinten, die hintere Halle ist noch komplett leer, damit ihr die Möglichkeit habt, dort selber mit rumzuspielen. Denn die Map hier wird es als Download geben, die werdet ihr unten in der Beschreibung finden. Ich muss nochmal Damage nehmen sollen. Ja, wir könnt, wie gesagt, finden unten in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr da ein bisschen rumspielt und sagt, ob es mir euch gefällt oder nicht. Wer prinzipiell sich hinstellt und selber Videos dazu aufnehmen möchte, kann mir die gerne dann, also in der Welt aufnehmen möchte, kann mir die gerne als Videoantwort posten. Die wird dann natürlich gerne akzeptiert. Da hat dann prinzipiell jeder die Möglichkeit, der sagt so, hey, ich nehme auch auf und ich habe Bock, selbst mal mit der zu spielen, weil ich finde die cool. Würde mich darüber freuen. Ansonsten wird es ab morgen garantiert, Minecraft Technik 162 geben, da habe ich die ersten Folgen schon von aufgenommen. Werde jetzt nur das hier vorher noch hochladen. Ich wollte den Enderman dort erwischen, auch wenn es langsam, glaube ich, bald wieder hell wird. Zum Abschluss möchte ich auch gerne noch mal auf etwas wieder eingehen, nämlich auf das Thema Digital Natives. Da gab es ja die Quatschfolge, ich bin falsch, die Folge, wo ich recht viel drüber geredet habe. Und ich muss sagen, das hat mir viel Spaß gemacht. Das kam bei euch auch sehr gut an, was mich dazu entschieden hat, auch oder unter anderem dazu gemacht hat, die 162er Staffel. Was ist das denn jetzt? Ja, wahrscheinlich bin ich mit einer Wither-Pflanze reingegangen. Dazu gebracht hat, die 162er Staffel ein bisschen früher anfangen zu wollen, weil ich mir meinen vorhabe, da sowas häufiger zu machen, weil ich fand das sehr cool. Ich möchte ein bisschen was zum Abschluss dazu noch sagen. Es gab viele, viele Kommentare von euch zum Thema Digital Natives, was mich sehr gefreut hat. Das ist vielleicht einen komischen Hut. Weil da viel dabei war, wo man halt gemerkt hat, es halt interessiert euch, ihr habt Spaß daran, euch damit zu beschäftigen. Was prinzipiell immer gut ist. Es gab auch viel Feedback in Form von macht das wieder so.
Was mir teilweise bei dem einen oder anderen ein bisschen aufgefallen ist, was bei dem, was ich gesagt habe, es geht mir bei Digital Natives oder bei dem, was ich ansprechen wollte, nicht darum zu sagen, so, hey, Leute, ihr müsst euch mehr mit dem Computer auskennen, sondern es ging vor allen Dingen darum zu sagen, dass die meisten Leute sich halt mit dem Computer bewegen, ohne sich daran auszukennen und das als selbstverständlich ansehen, dieses, wir kriegen es trotzdem alles hinterhergetragen. Und das ist das große Problem bei den Digital, beim Prinzip von Digital Natives, was halt nicht funktioniert, dass die Leute zwar irgendwie alle erwarten, dass es funktioniert, aber also das ist halt einfach, man sagt zu ihnen, sie haben Ahnung davon, sagt das über sie und das passt dann. Und auch wenn man keine Ahnung hat, erwartet man halt, dass es irgendwie funktioniert, dass man irgendwie Dinge machen kann und dass ich da jedes Mal Schaden bekomme, ist echt nervig. Aber die Rüstung repariert sich sehr cool und man sieht, ich habe hier reichlich Zeug dadurch bekommen. Ein bisschen was davon hier unten lassen, ja. Also das Problem ist nicht, dass Leute wenig Ahnung von Computern haben, weil man muss ja nicht zwangsweise Computer haben, sondern das Problem ist, dass man glaubt, Ahnung zu haben, aber sich im Endeffekt, ging das hier nicht? Nee, ging scheinbar nicht. Im Endeffekt, aber was ist ein Pulverizer? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte eine Ahnung, dass das irgendwie einfach ging. Scheinbar nicht. Man stellt sich halt so gesehen hin und erwartet, dass die Dinge für einen funktionieren. Und das ist halt ein Problem, denn irgendwoher muss ja Wissen und Kompetenz kommen, dafür, dass Dinge funktionieren. Und da kann man halt nicht einfach sagen, so, ja, das machen halt andere für mich, die werden schon Ahnung davon haben. Es muss halt irgendwie Leute geben, die Ahnung haben. Und das genau ist das Problem, was viele Leute, viele Jugendliche vor allem sagen, so, ach, scheiß drauf. Ich muss keine Ahnung davon haben, das werden schon andere machen, ich muss mich damit nicht beschäftigen. Und während ich da jetzt ein bisschen weiter überlage, okay, mach mal los, ich möchte euch noch was anderes Lustiges demonstrieren. Wieder ohne Monster. Nämlich eine Force-Schere mit Rainbow. Und Grinding ist da eigentlich eher doof. Hatte ich die nicht auch, da habe ich sie auch ohne Rainbow. Wir machen was mit Lack hier. Das sind Scheren, die auch prinzipiell Tiere bearbeiten können. Die ist nach vorne. Die ist nämlich die lustigste von allen. Mit der bin ich irgendwie schon mal rumgelaufen. Und heute stelle ich sie euch dann auch nochmal vor, weil wir die Zeit noch haben. Ja, was ist also. Es geht halt nicht prinzipiell darum zu sagen, so, ich habe Ahnung davon oder ich habe nicht Ahnung davon, sondern es geht darum, dass halt diese Einstellung ist von, ja, warum soll ich das wissen müssen? Das wird mir doch alles hinterhergetragen. Was ja einerseits verständlich ist, weil es ist heutzutage so vieles so einfach, dass man halt nicht mehr den Anspruch haben muss, alles selber zu können. Man muss halt einfach kein Auto mehr reparieren können und man muss auch nicht zwangsweise den Computer selber zusammenschrauben können. Aber das Problem ist halt so, dass irgendjemand muss es halt können. Sonst geht's halt einfach nicht mehr. Und das, genau das Problem ist halt, wenn man wenn man zu viel sagt, ja, interessiert mich doch nicht, dass es halt einfach dazu führt, dass es niemand mehr gibt, der Ahnung davon hat, wie sowas gemacht wird. Und, genau das ist das Problem, was ich damit ansprechen will. Es ist vollkommen okay, dass man sagt, so, ja, ich habe davon nicht so viel Ahnung, aber wir lernen da und dann und dann in der Schule das und das. Und das ist für mich vollkommen so in Ordnung, dann passt das, aber mir scheint unsere Energie da oben ist leer oder sowas. Dann rette ich jetzt auch wieder, ja. Das Problem ist halt, dass quasi zu viele Leute gar keine Ahnung. Ich kann surfen. Hammer. Plopp, jetzt gehe ich unter. Das ist ja mal geil. Das ist ja echt geil, dieser Surf-Effekt. Schnell übers Wasser drüber will. Das macht Spaß. Gut, kostet mich auch wieder welche von dieser lustigen Energie, aber das ist ja. Schupp. Sehr cool. Also es geht nicht darum zu sagen, ja, ich lerne jetzt das und das alles oder ja, mich interessiert es nicht, es geht darum zu sagen, dass halt irgendwo jemand mal wieder da sein, also dass halt irgendwie ein gewisses Maß an Wissen und Kompetenz halt einfach da sein muss, auch wenn man viele dahergeräumt bekommt. Und das ist halt für mich aus meiner Sicht da ein bisschen das Problem, weil halt viele einfach sagen, so, ja, scheiß doch drauf. Das ist dann auch das, was ich zum Beispiel bei Minecraft merke, dass viele halt sagen, so, ich will den will einfach alles hinterhergetragen bekommen, es interessiert mich nicht die Bohne, mir etwas angucken zu müssen, sondern ich will, dass das für mich automatisch funktioniert, ohne dafür Aufwand zu haben. Das ist zwar nett, weil es halt in vielen Bereichen so funktioniert, aber es ist halt nicht die Allzwecklösung für immer. Man kann nicht quasi sein ganzes Leben sagen, ja, ich habe keinen Bock, mich dazu beschäftigen, ich will, dass das für mich funktioniert von alleine, ohne dass ich irgendwas machen muss, weil das funktioniert dann nun mal nicht. Kann ich euch eigentlich? Nee, euch kann ich leider nicht scheren. Man kann mit Schafe und Hühner scheren und Kühe. Was aber ein bisschen doof ist, weil ich bisher davon gerade nichts finde. Ich weiß, dass irgendwo ein Huschum-Biom war. Da hatte ich da richtig Spaß damit, zeitweise. Da kam das ganze Leder her.
Davon finde ich jetzt aber nichts. Das ist ein Baumkrafträumchen, da gucken wir jetzt aber nicht rein, weil darum geht's mir eigentlich nicht. Ich wollte euch zum Abschluss nochmal diese lustige Schere zeigen. Auf jeden Fall sage ich schon mal danke für alle, die hier Spaß an der Staffel hatten und die geguckt haben. Wie gesagt, es war nicht lange, war ja auch nur zwischen denen geplant. Ab morgen gibt es dann 162, da sind wie gesagt die ersten Folgen schon da und fertig und vorbereitet und aufgenommen und ich habe viel Spaß dran gehabt. Und dann hoffentlich auch mal wieder häufiger mit ein bisschen Palabern. Es ist halt noch der Stand der Dinge, dass noch nicht alle Mods da sind. Da ist ein Dorf. Dass das aber halt auch für mich so gesehen nicht, dass... Ich stecke hier erstmal drin fest. Nee. Für mich auch nicht so der Punkt ist, weil ich ja alles darauf aufgebaut habe, die nachliefern zu können, wenn ich sie dann haben will. Oh ja, hier ist ein Dorf, ein Palmengebiet. Aber ich finde jetzt durch den Vorfall fällt partout keine Tiere. Das ist ja so typisch. Dann sind wir gleich im Schneegebiet. Da findet man jetzt, glaube ich, auch nicht so viel davon. Aber ich merke, wie man teilweise nicht nur springt hochspringt, sondern wirklich auch gleitet. Und wie meine FPS wieder darunter leiden. Da sind Kühe. Da sieht man das. Und dann ist das eine Kuh ohne Überzug. Die reagieren da prinzipiell auch drauf, als wären sie angegriffen worden. Verständlich, wenn man ihnen die Haut aufschneidet. Ist aber an sich eine ziemlich praktische Sache. Weil man so halt recht gut an Leder rankommen kann. Ist ziemlich mächtig damit. Und ja, ich habe extra mächtig gesagt und nicht mighty, weil sich da am Anfang der Staffel so viele drüber beschwert haben. Aber ist halt schon cool. Und hier haben wir auch Hühnchen. Da haben wir das auch. Ja. Und ich habe zum ersten Mal eine Savanne entdeckt. So. Ja, ich würde sagen, damit mache ich jetzt einfach mal Schluss für diese Staffel. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran. Der Download-Link ist landet in der Beschreibung, außer ich verpenne es total, aber davon gehe ich nicht aus, weil sowas werde ich jetzt wohl denken. Könnt ihr euch runterladen, bei euch spielen. Ihr solltet, wenn ihr mein Equipment haben wollt, ich werde noch zu meinen Wegpunkten zurückgehen, dann seid ihr wieder im Haus, solltet ihr euch hinstellen und meine Player da in eure Player da umbenennen, dann könnt ihr die halt selber verwenden. Und zum Abschluss haben wir da sogar noch Schafe. Denn jetzt kommt, das ist der wirklich lustige Teil durch die Rainbow-Verzauberung, plupp, kommt dann Haufen bunter Wolle bei rum, was ich persönlich super lustig finde. Und da ist wieder was Buntes. Deswegen habe ich eine Truhe voller bunter Wolle. Und ja, wie gesagt, nächste Staffel wird entspannter, wird ein bisschen langsamer und gemütlicher und mehr darauf, Langzeit mit euch Spaß zu haben. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Schaltet morgen bitte ein, guckt euch das Ganze an, habt Spaß dran und wir sehen uns dann wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut.